Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich einigen Kollegen nachträglich zu ihren Geburtstagen gratulieren. Die Kollegen Andreas Lemmel, Achim Post und Udo Hemmelgarn haben ihren 60. Geburtstag gefeiert. Der Kollege Martin. Der Kollege Martin Renner hat seinen 65. Geburtstag gefeiert. Der Kollege Dr. Hans Michelbach hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. Allen genannten Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich im Namen des ganzen Hauses. Für die heutige 98. und die morgige 99. Sitzung konnte zwischen den Fraktionen im Ältestenrat keine Tagesordnung vereinbart werden. Die Fraktion der AfD hat dem Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen. Ich habe daher den Bundestag mit der von den anderen Fraktionen vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Es gibt des Weiteren eine interfraktionelle Vereinbarung, die vorgeschlagene Tagesordnung, um die unter Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. Vor dem Tagesordnungspunkt 7 soll eine Aktuelle Stunde mit dem Titel CO2-Steuer und ihre Auswirkungen auf die Energiepreise aufgesetzt und die bisher an dieser Stelle vorgesehene Aktuelle Stunde mit dem Titel nach dem globalen Report zur Artenvielfalt politische Konsequenzen aus dem gefährlichen Artensterben am Freitag als letzter Tagesordnungspunkt aufgerufen werden. Der Tagesordnungspunkt 8 soll abgesetzt und stattdessen nach dem Tagesordnungspunkt 10 der Antrag auf der Drucksache 19-68 mit dem Titel Privilegierte Partnerschaft statt Vollmitgliedschaft EU-Erweiterungspläne für den Westbalkan zu überdenken mit einer Debattenzeit von 38 Minuten aufgesetzt werden. Ebenso soll der Tagesordnungspunkt 24 abgesetzt und an dessen Stelle der Antrag auf der Drucksache 19-61 mit dem Titel Rückabwicklung von Finanzhilfen für Griechenland wegen Nichterfüllung und Nichtbeachtung der Kreditkonditionen im Umfang von 60 Minuten beraten werden. Schließlich mache ich noch auf zwei nachträgliche Ausschussüberweisungen im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam. Wer das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht? Bitte sehr, Herr Kollege Baumann. Die AfD wünscht eine Geschäftsordnungsdebatte zur Tagesordnung nach § 29. Sie wünschen das Wort zur Geschäftsordnung? Ja. Dann nehmen Sie es. Und sprechen wird der Kollege Stefan Brandner dazu. Der Kollege Brandner wünscht das Wort zur Geschäftsordnung. Dann haben Sie das Wort zur Geschäftsordnung. Bitte sehr. Dazu brauchen wir keine Debatte beschließen. Wenn das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht wird, wird es erteilt. Das ist die Regel. Herr Kollege Brandner. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt, hier steht noch gar kein Wasser. Könnte ich ein Schlückchen Wasser bekommen? Bitte? Ich habe noch nicht gefrühstückt, hier steht noch kein Wasser. Ich hätte gerne einen Schluck Wasser, bevor ich beginne. Herr Kollege Brandner, einen Moment bitte. Dankeschön. Wenn Sie noch einmal Platz nehmen, wir werden das Wasser hinstellen und dann... Ich habe es jetzt. Okay, danke. Dann haben Sie jetzt das Wort und bitte nehmen Sie es auch. Meine Damen und Herren, es ist an mir, den Geschäftsordnungsantrag der AfD-Fraktion zu begründen. Wahrscheinlich fordern, wenn da einer von Ihnen ausgekungelt wird und für alle erwidert. Ich tippe mal auf den Kollegen Buschmann, der das macht. Meine Damen und Herren, aus zwei Gründen lehnen wir die Tagesordnung ab. Der erste Grund ist ein weiterer Bruch mit einer langen parlamentarischen Tradition in diesem Hause, dass es der größten Oppositionsfraktion obliegt, den ersten Oppositionstagesordnungspunkt am Donnerstag zu bestimmen. Das war immer so, es ist plötzlich nicht mehr so. Plötzlich gibt es ein rollierendes System, nachdem die größte Oppositionsfraktion, also die AfD, und dann eine weitere, meistens die FDP, diesen Tagesordnungspunkt bestimmen können. Dass die FDP eine Art Wurmfortsatz der Regierung ist, wissen wir alle. Dass dabei deshalb mit parlamentarischen Traditionen gebrochen wird, ist eine Schande für dieses Parlament, meine Damen und Herren. Wenn ich über parlamentarische Traditionen rede,
erlaube ich mir, an Ihre Tricks zu erinnern, im Jahr 2017 uns den seit über 100 Jahren feststehenden Alterspräsidenten zu versagen und sich da in die Tradition eines Reichsinnenministers und eines Reichstagspräsidenten zu stellen. Auch da haben Sie mit Traditionen gebrochen, meine Damen und Herren. Aber der Gipfel der Ignoranz und der Willkür des Umgangs mit uns ist das, was Sie hier mit dem Bundestagsvizepräsidenten veranstalten. Wir haben heute beantragt, eine Wahl aufzusetzen. Wir haben drei Kandidaten vorgeschlagen, meine Damen und Herren. Es wurde von Ihnen abgelehnt, überhaupt nur die Wahl auf die Tagesordnung zu nehmen. Damit verstoßen Sie gegen Verfassungsrecht, Sie verstoßen gegen Geschäftsordnungsrecht und Sie verstoßen gegen einstimmige Beschlüsse dieses Parlaments. Artikel 40 Absatz 1 des Grundgesetzes statuiert Bundestagspräsidenten und Bundestagsvizepräsidenten. Sie haben also Verfassungsrang. Wenn Sie in § 2 der Geschäftsordnung hineinschauen, da ist statuiert, und das ist nicht etwa eine lose Abrede zwischen irgendjemand, in der Geschäftsordnung ist statuiert, dass jeder Fraktion mindestens ein Bundestagsvizepräsident zusteht. Und da wir eine Fraktion sind von der AfD, steht uns das zu. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Jetzt könnte man sagen, ja, die Geschäftsordnung interessiert uns nicht weiter, wenn es um die AfD geht. Genauso handeln Sie ja heute und hier auch wieder. Es gibt aber auch noch einen Bundestagsbeschluss, den wir gefasst haben am 27.10.2017. Bundestagsdrucksache 19/3. Die scheint bei Ihnen allen in Vergessenheit geraten zu sein. Einstimmig hat dieser Deutsche Bundestag bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen, dass jeder Fraktion ein Bundestagsvizepräsident zusteht. Da gibt es keine Auslegungsmöglichkeiten, meine Damen und Herren. Und darauf bestehen wir. Und deshalb ist es eigentlich zwingend, dass natürlich auch der Tagesordnungspunkt zur Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten aufgesetzt wird, meine Damen und Herren. Es ist geltendes Verfassungsrecht, geltendes Geschäftsordnungsrecht und § 2 Absatz 2 Satz 5, Herr Buschmann wird wahrscheinlich, glaube ich, tippe mal, Sie sind es, oder? Wird gleich wahrscheinlich darauf eingehen, sieht vor, dass mehrere Kandidaten zur Wahl gestellt werden können. Das steht ausdrücklich da drin. So, da steht nirgendwo, dass diese Kandidaten nicht von einer Fraktion stammen dürfen. Und seien Sie doch froh darüber. Wir unterbreiten Ihnen ein weiteres Personaltableau mit fähigen Persönlichkeiten, die wir Ihnen vorgeschlagen haben, mit Herrn Otten, mit Herrn Podolei und mit Herrn Renner. Sie haben die Auswahl, Sie haben die Qual der Wahl, liebe Altfraktionen. So, jetzt sagen Sie alle, ja, stellt doch einen auf, dann wählen wir einen guten. Und jetzt wird es ganz perfide. Jetzt setzen Sie den Tagesordnungspunkt nicht mal mehr auf die Tagesordnung. Es gibt Bestrebungen der FDP zu sagen, ja, jetzt wählen wir nur noch alle drei Wochen. Ja, was ist das denn für eine Demokratie? Sowas geht überhaupt nicht. Entweder haben wir einen Anspruch drauf und der ist statuiert in der Geschäftsordnung und im einstimmigen Beschluss 19/3, oder wir haben ihn nicht. Dann sagen Sie doch ganz offen, dass Sie keinen wählen wollen. Ändern Sie die Geschäftsordnung, heben Sie den Beschluss 19/3 auf und ändern Sie meinetwegen das Grundgesetz. Das wäre dann geradlinig von Ihnen. Aber zu heucheln, dass Sie Beschlüsse beachten würden und das Gegenteil hier zu tun, das geht nicht. Deshalb bitte ich Sie, kehren Sie auf den Boden der Rechtsstaatlichkeit zurück. Blockieren Sie nicht weiter die Arbeit des Bundestages durch Geschäftsordnungstrick. Verhalten Sie sich einfach, wie Demokraten sich verhalten in einer funktionierenden Demokratie. Vielen Dank. Zur Vermeidung von Unklarheiten möchte ich gerne aus Artikel 40 Absatz 1 des Grundgesetzes den Satz 1 zitieren. Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Ergibt sich eine Geschäftsordnung. Das ist eine Vorschrift des Grundgesetzes, dass die Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Bundestages gewählt werden. Es wird weiter das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht. Herr Kollege Buschmann. Das ist die Pflicht des Bundestagspräsidenten, auf das Grundgesetz hinzuweisen. Jetzt hat das Wort zur Geschäftsordnung der Kollege Buschmann. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zwei Dinge zeigt diese Maßnahme erneut. Keine andere Fraktion dieses Hauses steht mit dem Prinzip des Rechtsstaats und mit der Achtung vor den Institutionen unserer Verfassung so sehr aufs Kriegsfuß wie diese Fraktion der AfD. Und deshalb möchte ich
diese Scharlatanerie hier auch mal einordnen. Sie ist nämlich Ausfluss einer Ansage, die Ihr Fraktionsvorsitzender in der FAZ in einem Interview wörtliches Zitat gemacht hat. Es solle hier nämlich im Parlament Krieg geführt werden. Und Krieg ist kein Wettbewerb, kein sportlicher Wettbewerb, sondern zielt auf Vernichtung an. Und was Sie vernichten wollen, ist das Ansehen dieses Parlaments und dieses Hauses. Und dieses denke ich mir auch nicht aus, sondern in der FAZ vom 04.04.2019 ist zu lesen, die AfD droht damit, die Arbeit des Bundestags systematisch zu behindern. Und ein wörtliches Zitat aus einem internen Papier, ich zitiere aus der FAZ, die aus ihren Papieren zitiert, in jeder Sitzungswoche fänden dann zeitraubende Wahlen statt. Das werde, Zitat, das Ansehen des Bundestags nachhaltig beschädigen und das Vertrauen in unsere Demokratie erschüttern. Und darauf legen Sie es an. Schämen Sie sich. Und wie gehen Sie vor, um dieses Ziel der Untergrabung des Ansehens des Bundestages hier zu erreichen? Sie machen Taschenspielertricks. Und zwar die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass Wahlgänge im Zweifelsfall nur dann stattfinden, wenn sie vorher angekündigt, mit Drucksache verteilt sind und dann eine Schutzfrist von 3 Wochen gilt. Das ist Ausfluss der wehrhaften Demokratie, um sich gegen Verfassungsfeinde in diesem Haus nämlich zur Wehr zu setzen. Und dass wir auf diese Regeln bestehen, dass wenn wir auf diese Regeln bestehen, wenn Sie uns mit Ansage den Krieg erklären, da dürfen Sie sich nicht drüber beklagen. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie gegen Leute wie Sie. Und was Sie in der Sache vortragen, entbehrt jeder juristischen Logik. Deshalb ist es ja vermutlich Ihrem ersten PGF auch zu peinlich, das hier vorzutragen. Da muss Herr Brandner hier in die Bütt steigen. Da muss Herr Brandner in die Bütt steigen, um uns zu erklären, dass die Wahl eines Vizepräsidenten, die Wahl eines Vizepräsidenten ein Benennungsrecht seiner Fraktion wäre. Ich darf Sie aufklären. Sie haben ein Vorschlagsrecht. Wählen tut der Bundestag mit Mehrheit und daran werden Sie nichts ändern. Und der Vorschlag von gleich 3 Kandidaten aus einer Fraktion für eine Position, wo ihnen ein Benennungsrecht zuschlägt, ist nicht nur rechtlicher Blödsinn, es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand weiß, dass wenn ich ein Vorschlagsrecht für eine Position habe, dass ich nicht 3 Kandidaten vorstellen kann. Und das ist ja ein Fortsetzungsroman mit Ansage. Wir wissen ja, worauf das hinausläuft. Sie wollen dann nämlich am Ende behaupten, wenn Sie 3 Kandidaten vorschlagen, dann würde im 3. Wahlgang ja die relative Mehrheit reichen. Und wer dann mal gerade eben die Stimmen Ihrer Fraktion hat, der ist es dann. Sie wollen ein Wahlrecht umwidmen in ein einseitiges Benennungsrecht. Das ist undemokratisch, das ist verfassungswidrig. Und auf solche Hütchenspielertricks werden wir hier nicht hereinfallen. Deshalb, meine Damen und Herren, unser Parlament hat Regeln. Unser Parlament kennt Ordnung und diese Regeln und diese Ordnung sind dazu da, um uns gegen Obstruktion, wie Sie sie vorhaben, zu schützen. Wenn Sie uns den Krieg erklären, davor haben wir keine Angst, denn unsere Verfassung ist wehrhaft gegen Leute, gegen Sie. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung liegen mir nicht vor. Wir kommen damit zur Feststellung der Tagesordnung der heutigen 98. und der morgigen 99. Sitzung mit den zuvor genannten einvernehmlichen Ergänzungen. Wer stimmt für diese so ergänzte Tagesordnung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Tagesordnung gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen so beschlossen. Damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a bis 3g sowie die Zusatzpunkte 3 und 4, erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Entwürfe eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und eines Gesetzes über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung
sowie Beratung weiterer Vorlagen zur Einwanderungspolitik. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesminister des Innern für Städtebau und Heimat, Herr Horst Seehofer. Bau und Heimat. Entschuldigung, früher hieß es einfach nur Bundesminister des Innern, das war auch ein schöner Titel. Ja, lieber Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Gesundheitsbranche, bei der Pflege, im Handwerk, auf dem Bau und in vielen technologischen Berufen suchen die Betriebe händeringend nach Fachkräften. Und die demografische Entwicklung wird dieses Problem noch verstärken. Ich möchte zuallererst festhalten, dass natürlich zuallererst immer unser Arbeitskräftepotenzial im Inland und auch in Europa genutzt wird, um dieses Problem zu bewältigen. Absehbar wird dies aber nicht ausreichen, um den Fachkräftebedarf bei uns in der Bundesrepublik Deutschland zu sichern. Und deshalb legt die Bundesregierung heute den Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vor und damit ein klares Bekenntnis zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten, das heißt aus Staaten außerhalb der Europäischen Union. Wir schaffen mit diesem Gesetz die Voraussetzungen dafür, dass diejenigen Fachkräfte, die unsere Wirtschaft dringend braucht, gesteuert und geordnet zu uns kommen können. Das ist nach vielen Jahrzehnten Bundesrepublik Deutschland, wie ich meine, eine historische Weichenstellung. Der Gesetzentwurf enthält klare Kriterien dafür, wer unter welchen Voraussetzungen zum Arbeiten nach Deutschland kommen darf. Damit bekommen die Unternehmen Rechtssicherheit und auf der anderen Seite die Fachkräfte, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen, eine Perspektive. Meine Damen und Herren, gebraucht werden Fachkräfte. Das sind einerseits die Hochschulabsolventen und die Fachkräfte mit einer qualifizierten Berufsausbildung. Wir legen Wert auf beide Gruppen und es ist auch erstmalig in der Regelung des Aufenthalts- und Erwerbsrechts, dass diese beiden Gruppen durch ein Gesetz endlich die gleiche Behandlung und die gleiche Wertschätzung bekommen. Es ist wichtig, dass die Hochschulabsolventen zu uns ins Land kommen können, um zu arbeiten. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dass wir das duale System, also die betrieblichen Berufe, Fachkräfte mit einer qualifizierten Berufsausbildung, den Hochschulabsolventen diesbezüglich gleichstellen. Wir machen damit deutlich, dass wir die Fachkräftezuwanderung steuern wollen. Wir stellen ab auf die Qualifikation der Bewerber und Interessenten. Und diese Qualifikation, und das ist der Hauptteil des Gesetzes, wird aus dem Ausland durch deutsche Stellen geprüft. Und nur wer eine anerkannte Qualifikation hat und wer so weit qualifiziert ist, dass er sich mit Anpassungslehrgängen die volle Anerkennung erreichen kann, darf zur Erwerbstätigkeit einwandern. Das sind klare Regeln. Und wir haben auch Vorsorge getroffen, denn wir machen ja nicht nur ein Gesetz für heute, sondern wir müssen ja auch daran denken, dass sich gelegentlich Konjunktur, Arbeitsplatzsituationen in Regionen oder im ganzen Land verändern können. Und deshalb sehen wir im Gesetz auch Verordnungsermächtigungen vor, dass bei einer Veränderung der Arbeitsmarktsituation in einer Region durch Verordnung sichergestellt werden kann, die Vorrangprüfung durchzuführen. Das heißt, dass dann bei einem Strukturwandel in einer Region die Menschen, die dort bereits leben, einen Vorrang haben bei der Arbeitsplatzvermittlung. Und wir sehen auch vor eine Verordnungsermächtigung, nämlich eine Zuwanderungssperre für bestimmte Staaten.
Wenn sich einmal herausstellen sollte, dass es aus bestimmten Staaten heraus missbräuchliche Entwicklungen zu verzeichnen sind. Auch das halte ich für eine sehr verantwortliche Politik, den Grundsatz zu regeln, auf die Qualifikation abzustellen, aber auch an eine schnelle Reaktionsmöglichkeit zu denken, wenn sich Strukturen, Konjunkturen verändern oder wenn sich missbräuchliche Entwicklungen zeigen. Das ist Verantwortung in der Politik. Ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der sich in diesen Stunden zu einer eigenartigen Diskussion entwickelt. Meine Damen und Herren, wir haben seit Jahren für Hochschulabsolventen eine Regelung, die sich sehr bewährt hat, nämlich dass Hochschulabsolventen zu uns kommen können, um sich für eine berufliche Ausbildung zu bewerben. Genau diese seit Jahren und mit null Problemen versehenen Regeln erweitern wir jetzt auf die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche auch im dualen System. Das ist nur recht und billig. Wir binden das auch an Bedingungen, nämlich gute deutsche Sprachkenntnisse und entsprechende Schulabschlüsse. Und deshalb ist es jetzt nichts Neues, das wir einführen, sondern es ist eine Gleichstellung mit der lange bestehenden Regelung für Hochschulabsolventen. Wir schaffen also klare Regeln. Wir werden dadurch jederzeit die Kontrolle darüber behalten, wer zu uns ins Land kommt und wer hier erwerbstätig werden kann. Es sind eben die Menschen, die wir brauchen und die uns für unsere Volkswirtschaft nützen. Genau das ist eine moderne, kluge Einwanderungspolitik. Für mich zentral ist, dass wir an der klaren und auch nachvollziehbaren, strikten Trennung von Asyl- und Erwerbsmigration festhalten. Das ist auch ein wesentlicher Teil dieses Gesetzes. Es geht hier um die Erwerbsmigration und es geht nicht um eine Spielart des Asylverfahrens. Und deshalb sage ich auch als Minister, der für Asylverfahren zuständig ist, ich bin der tiefen Überzeugung, dass dieses Gesetz geeignet ist, die legale Migration zu stärken und die illegale Migration zurückzudrängen. Und das ist ein ganz wichtiges politisches Ziel. Das gesamte Gesetzesvorhaben bettet sich ein in die Gesamtstrategie dieser Koalition und Regierung, nämlich Migration zu ordnen und zu steuern. Wir haben ja die Leitbegriffe Humanität und Ordnung, Humanität und Schutzgewährung für Verfolgte und Integration für schutzbedürftige Menschen und auf der anderen Seite Ordnung durch Steuerung und Begrenzung. Und zu dieser Steuerung gehört auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Im Vollzug wird dieses Gesetz auf eine engste Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft angewiesen sein. Wir brauchen die deutsche Wirtschaft im Ausland für die Anwerbung dieser Fachkräfte in den Außenhandelskammern. Das wird eine Aufgabe sein, die der deutsche Wirtschaftsminister Herr Altmaier und auch der Sozialminister Hubertus Heil zu managen haben. Das Gesetz wird dann richtig mit Leben erfüllt, wenn die Wirtschaft und die Sozialpartner bei der Umsetzung auch engstens zusammenwirken. Es entspricht meiner ganz persönlichen Überzeugung, der ich hier im Verdacht stehe, ich hätte nur die Begrenzung der Zuwanderung im Sinne. Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes, meine Damen und Herren, die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes, der Wohlstand und die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme hängen nach meinem Dafürhalten ganz entscheidend davon ab, wie gut es uns gelingt, die Fachkräftebasis der Unternehmen und Betriebe zu sichern. Und ich glaube, dass das heute, vorgelegte Gesetz dafür eine gute, ich meine sogar eine beste Grundlage bietet. Ich kenne jedenfalls in Europa kein moderneres Fachkräfteeinwanderungsgesetz als das, was heute die Koalition hier vorlegt.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gottfried Curio, AfD. Sehr geehrter Präsident, geehrte Abgeordnete, ein Satz vorweg. Wir diskutieren ja oft einfach gemäß unterschiedlicher gesellschaftlicher Zielvorstellungen. Okay, aber von Seiten der Altparteien hier erleben wir leider auch die nackte Arroganz der Macht, wie jetzt bei der widerrechtlichen Verhinderung einer demokratischen Auswahl unseres Vizepräsidenten. Heute ist ein schwarzer Tag für die Demokratie in Deutschland, meine Damen und Herren. Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, es ist eine Mogelpackung. Es dient gerade nicht dem Zweck, den es zu befördern vorgibt. Was lesen wir da? Keine Beschränkung auf Mangelberufe. Also egal, ob wir die Leute überhaupt brauchen, Hauptsache mehr fremdkulturelle Zuwanderung. Keine Vorrangprüfung. Also egal, ob ein Deutscher den Job machen könnte oder ein Europäer, Hauptsache außereuropäische Zuwanderung. Kein Nachweis der Gleichwertigkeit einer Qualifikation vor Einreise. Ja, erst hier Beginn einer Ausbildung. Also egal, ob überhaupt Fachkräfte kommen, wenn nur mehr Zuwanderung. Kein Arbeitsplatznachweis, erst hier Jobsuche. Also egal, ob überhaupt Arbeitskräfte kommen, aber bitte Zuwanderung. Und das bei einer europäischen Jugendarbeitslosigkeit von über 20 Millionen. Wo sind da die Initiativen der Regierung für die eigene Jugend? Erst die Bildung an die Wand fahren und dann nach Fachkräfte rufen. Na, danke sehr. Tatsächlich wird das Gesetz die Armutsmigration Unterqualifizierter anheizen. Pseudo-Fachkräfte aus Afrika als Reservearmee von Niedriglohnsklaven werden die Arbeitsmarktlage für deutsche Arbeitnehmer weiter verschlechtern. Die Folge? Lohndumping im Niedriglohnbereich. Engpass am Wohnungsmarkt. Erst hunderttausende Migranten reinlassen und dann Wohnungsmangel beklagen. Überlastung der Städte durch Dauerzustrom in die Parallelgesellschaften. So wird die jetzt schon oft abgelehnte Integration immer aussichtsloser. Man hat's nicht mehr nötig. Das ist unverantwortlich. Und wer nach einem halben Jahr ohne Arbeit bleibt, kann im umgekehrten Spurwechsel Asyl beantragen und dann auf unsere Kosten leben. Schon jetzt werden hunderttausende abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben. Die illegale Einwanderung läuft neben diesem Einwanderungsgesetz massenhaft weiter. Das Gesetz öffnet nur eine weitere Schleuse. Aber warum draußen Deutsch lernen, wenn man drinnen nur ein einziges Wort aussprechen können muss? Jetzt gehen sogar zwei, war sonst Asyl, das Sesam öffne dich, geht jetzt auch Fachkraft. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz, es ist eine Totgeburt. Während Sie auf der Lauer liegen, mit Schmetterlingsnetz ausspähend nach diesem seltenen Geschöpf einer vorbeilaufenden, deutsch sprechenden Fachkraft aus dem Senegal, die sich hier auf Jobsuche selbst durchschlagen will, spazieren zugleich hunderttausende nicht ausgebildete, fremdsprachige, fremdkulturelle Nichtfachkräfte illegal über die grüne Grenze, immer noch völlig ungeschützt, lassen sich hier mit Wohnung, Geld, Integrations- und Sprachkursen und allen Rechten ausstatten. Meine Damen und Herren, mal Mut zur Wahrheit, das Modell Asylbewerber in Deutschland ist nun mal unschlagbar, ist Lebensziel und Migrationszweck für Millionen, schlägt jedes Einwanderungsgesetz. Dann setzt die Arbeitsduldung, ja sogar schon Ausbildungsduldung, die Krone auf. Dieses Spurwechselgesetz hebelt das schon fehlkonstruierte Einwanderungsgesetz nochmal aus. Nichts mehr mit Fachkräfte, abgelehnte Asylbewerber, die gar nicht hier sein dürften, diesen Staat betrogen haben, sollen über das neue Duldungsticket hierbleiben können. Die perfekte Legalisierung des Asylmissbrauchs, ein Zuwanderungsanreiz mit weltweiter Sogwirkung. Sie werden nach jahrelangen Widerspruchsverfahren, Klagen, oft fragwürdig erlangten Duldungen durch ein paar nachgereichte Konditionchen, bisschen Sprache, Ausbildungsbeginn, Jobversuch, der Ali, der den Dönerspieß aus dem Hinterzimmer nach vorne trägt,
der ist in Ausbildung. Sie alle werden zu regulären Einwanderern gemacht mit voller Aussicht auf Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaft. Spurwechsel als Lohn der Lüge, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz hebt zum Schaden Deutschlands die gebotene Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht auf. Das dient nicht pragmatisch den Interessen unserer Bürger, sondern missbraucht deren Leistungsfähigkeit für die Wohlfahrt ausländischer Migranten. Die AfD wird das beenden, denn der gefährlichste Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, ist der in der Regierung. Ich danke Ihnen. Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Hubertus Heil. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir alle wollen doch, dass unser Land gut läuft. Wir erleben im Moment, dass Fachkräftemangel in vielen Regionen und Branchen schon eine handfeste Wachstumsbremse ist. Wer in Berlin gerade mal versucht, beispielsweise einen Handwerker zu bekommen, weiß, wie viel mehr an Arbeit schneller erledigt werden könnte, wenn wir mehr Fachkräfte zur Verfügung haben. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren verschärfen. Und deshalb ist es vollkommen richtig, dass wir im Rahmen einer Gesamtfachkräftestrategie mit der deutschen Wirtschaft, mit den Gewerkschaften, mit Bund und Ländern erst einmal alles tun, die inländischen Potenziale in Deutschland zu nutzen. Ja, es ist richtig, wir haben da noch viel Luft nach oben. Wir haben Fachkräftemangel und gleichzeitig 50.000 junge Menschen in Deutschland, die Jahr für Jahr die Schule verlassen ohne schulischen Abschluss. Wir haben 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren ohne berufliche Erstausbildung. Denen müssen wir eine Chance geben und auch das tut diese Bundesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit den entsprechenden Mitteln, beispielsweise den Bund und Ländern Ganztagsbetreuung organisieren, mit Investitionen in digitale Bildung, mit Hilfen auch für die zweite Chance für diejenigen, die den Abschluss verpasst haben, mit Mitteln der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Es geht auch um die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zwischen Männern und Frauen. Die Frauenerwerbsbeteiligung ist zwar viel höher als vor vielen Jahren, aber das Arbeitszeitvolumen ist immer noch nicht richtig zwischen Männern verteilt und Frauen. Es geht um Weiterbildung. All das ist notwendig. Und gleichwohl, Horst Seehofer hat es zu Recht gesagt, werden wir ergänzende, qualifizierte Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland brauchen. Nicht nur aus dem europäischen, sondern auch aus Drittstaaten. Heute legen wir Ihnen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor. Und ich kann nur sagen, wenn Sie uns nicht glauben, hören Sie auf das deutsche Handwerk. Das hat sich heute dazu geäußert. Es hat gesagt, beide Gesetze, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Beschäftigungsduldungsgesetz, was heute vorliegt, sind der richtige Weg, ist eine ausgewogene Lösung, sortiert auch die Einwanderungs- und Migrationspolitik in Deutschland vernünftigerweise. Und ich kann es an einem praktischen Beispiel machen im Bereich dessen, was wir auf den Weg gebracht haben. Wir haben schon Zuwanderungsmöglichkeiten für akademisch Gebildete in Deutschland. Wir haben aber keine ausreichenden Möglichkeiten für beruflich Qualifizierte. Und es ist vollkommen richtig, dass wir dafür unbürokratische, praktische Lösungen schaffen. Es gibt eine Voraussetzung, die die Möglichkeiten nach Deutschland kommen, im Gegensatz zu klassischen Einwanderungsländern, stark limitiert. Das ist die Tatsache, dass die deutsche Sprache auf der Welt ungefähr von 100 Millionen Menschen gesprochen wird und 80 Millionen schon davon in Deutschland wohnen, ein paar auch in Österreich und in der Schweiz. Das heißt, im Gegensatz zum Beispiel zu englischsprachigen Ländern oder französischsprachigen Ländern, ist das Potenzial auf der Welt nicht so riesig, das zu machen. Warum halten wir trotzdem daran fest? Weil wir einen Fehler der Vergangenheit, die Arbeitskräftezuwanderung der 60er und frühen 70er Jahre nicht wiederholen, um es mit Max Frisch zu sagen, wir wollten damals Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Und deshalb ist es richtig, dass wenn wir Fachkräfte nach Deutschland holen, davon ausgehen müssen, dass viele von denen dauerhaft hier bleiben, wir das Thema Integration mitdenken. Und deshalb ist es auch notwendig, damit wir die Potenziale nutzen können, dass im Ausland wir unsere Anstrengungen verstärken, dass mehr Menschen die deutsche Sprache auch lernen können, mit Goethe-Instituten, mit Institutionen, die dafür notwendig sind. Aber weil das so ist, dass viele Qualifizierte uns nicht automatisch die Bude einrennen werden, ist es richtig, dass wir eine gemeinsame Anwerbestrategie mit der deutschen Wirtschaft organisieren und dann der Wirtschaft auch die Chance geben, das Ganze unbürokratisch hinzubekommen. Die Unternehmen, die haben ganz praktische Probleme, Visumserteilung, die Frage Anerkennung von beruflichen Qualifikationen. Und dafür haben wir in diesem Gesetz richtig gute Regelungen. Meine Damen und Herren, das ist ein guter Tag, im Rahmen einer Gesamtstrategie ergänzende Fachkräfteeinwanderung zu ermöglichen heute.
Lassen Sie mich noch einen Satz sagen zum Thema Beschäftigungsduldung. Es macht doch keinen Sinn, meine Damen und Herren, auf der einen Seite die Anstrengung zu nehmen, mühsam aus dem Ausland Fachkräfte zu holen und Fachkräfte, die wir schon bei uns haben, abzuschieben. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eine pragmatische Lösung. Wir werden ja nächste Woche auch das geordnete Rückkehrgesetz beraten. Ja, es ist richtig, dass Menschen zurückgeführt werden müssen, die kein Recht haben, in diesem Land zu sein. Aber wir brauchen Lösungen für Menschen, die ganz lange hier sind, die inzwischen sich integriert haben, die die deutsche Sprache können, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, die in Ausbildung oder in Arbeit sind. Und dafür brauchen wir pragmatische Lösungen. Sie kennen doch alle diese Fälle in den Wahlkreisen, in denen uns das deutsche Handwerk, viele Mittelständler sagen, wir haben hier Leute, die wir richtig gut gebrauchen können. Und mit der Beschäftigungsduldung gehen wir einen klugen, einen ausgewogenen Weg, das Ganze zu organisieren. Es braucht Vorzeiten an dieser Stelle. Es braucht Beschäftigung. Es braucht die Sicherung des Lebensunterhaltes an dieser Stelle. Es braucht auch Sprachkenntnisse. Und es muss natürlich klar sein, dass die Menschen straffrei hier sind. Und wir schaffen dann eine Chance für einen Zeitraum mit der Beschäftigungsduldung, dann in Arbeit zu bleiben, einen anderen Status zu bekommen. Und wenn der absolviert ist, dann gibt es auch die Chance, dauerhaft hier zu bleiben. Das ist, meine Damen und Herren, eine pragmatische Lösung. Und das ist nicht das, was einige glauben, dass wir da humanitäres Asylrecht und Fachkräfteeinwanderung vermischen. Wir wissen, das muss geordnet werden in Deutschland. Wir haben humanitäres Asylrecht in diesem Land, es hat Verfassungsrang, und Fachkräfteintegration ist im Wesentlichen keine Frage sozusagen der Humanität, sondern der wirtschaftlichen Bedürfnisse unseres Landes. Das muss klar sortiert sein. Aber, meine Damen und Herren, das schaffen wir heute. In vielen Bereichen, in technischen Berufen, in vielen Bereichen der sozialen Dienstleistung, auch in den Pflegeberufen beispielsweise, im Bereich des Handwerks haben wir heute schon ganz kräftig Fachkräftemangel. Und deshalb, meine Damen und Herren, es ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit, des Wohlstands und der Arbeitsplatzsicherung in diesem Land, dass wir die Dinge sortieren. Und ich kann nur sagen, wir haben heute gute Gesetze vorgelegt. Das deutsche Handwerk gibt uns auch noch eins mit auf den Weg. Sie erwarten, dass wir das zügig beraten und verabschieden. Es ist höchste Zeit, aber wir kriegen jetzt endlich nach über 30 Jahren Debatte in diesem Land ein modernes Einwanderungsgesetz, das hilft unserer Gesellschaft, das hilft unserer Wirtschaft, und ich bitte Sie im parlamentarischen Verfahren um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Linda Teuteberg, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister Heil, in einem sind wir uns einig, es ist höchste Zeit. Nach 2015 wäre es allerdings vor allem höchste Zeit gewesen für einen großen Wurf, um das unübersichtliche, inkonsistente und oft einfach nicht mehr handhabbare Aufenthaltsrecht neu zu ordnen und endlich sowohl mehr geordnete legale Migration zu ermöglichen und andererseits illegale Migration wirksam zu bekämpfen. Stattdessen hat sich jetzt die Große Koalition für den Weg des vermeintlich geringsten Widerstandes entschieden. Statt einer großen, grundlegenden Reform versuchen Sie mit zahllosen, größeren und kleineren Eingriffen Fehler und Probleme in den Griff zu bekommen. Das ist ungefähr so aussichtsreich wie die Reparatur des Brandschutzsystems am BER. Aber vor allem bekommen Sie auf diesem Weg politisch nicht weiter. Jeder Eingriff, jede noch so kleine Veränderung führt zu endlosen Debatten und Auseinandersetzungen und im Ergebnis zum kleinsten gemeinsamen Nenner und zu Lösungen, die noch mehr Unübersichtlichkeit und Komplexität in dieses System bringen. Das alles zeigt sich leider auch an dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das uns die Bundesregierung hier vorlegt. Das ist zaghaft, das ist uninspiriert, das ist kein großer Fortschritt. Nach der Einschätzung der Bundesregierung selbst werden mit diesem Gesetz höchstens 25.000 zusätzliche Fachkräfte pro Jahr nach Deutschland kommen. Wenn man auch noch berücksichtigt, dass jedes Jahr auch wieder Tausende das Land verlassen, sind es im Saldo höchstens 15.000 bis 18.000 Fachkräfte mehr. Angesichts eines Fachkräftebedarfs, der in den nächsten Jahren in die Millionen geht, ist das viel zu wenig. Statt des Klein-Kleins der Großen Koalition brauchen wir eine grundsätzliche Modernisierung für mehr legale Arbeitsmigration. Mit einem Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer, mit einer stärkeren Betonung auch von beruflicher Erfahrung, mit zentralen und zügigen Anerkennungsverfahren, damit die berufliche Qualifikation schnell und nach gleichen Kriterien überprüft wird,
mit der Möglichkeit zum Spurwechsel für gut integrierte Geduldete und mit modernen Angeboten für Information, Beratung und Vermittlung von Menschen, die sich vorstellen können, nach Deutschland zu kommen. Hier werden wir uns weiter in die Beratung einbringen mit Vorschlägen, um zu retten, was zu retten ist bei diesem mutlosen Gesetzentwurf. Für einen echten Fortschritt, gerade auch mehr für mehr Fachkräfteeinwanderung, braucht es aber mehr. Braucht es einen konsequenten neuen Ansatz für ein umfassendes Einwanderungsgesetzbuch. Unser Konzept haben wir Ihnen heute noch einmal vorgelegt, denn wir wollen und wir müssen die Dinge im Gesamtzusammenhang lösen. Mit klaren Regeln, welche Menschen nach Deutschland kommen sollen und dürfen. Für Fachkräfte, für politisch Verfolgte, für Kriegsflüchtlinge und eindeutigen und konsequenten Bestimmungen, um die Ausreise von Menschen durchzusetzen, die kein Recht haben, sich in unserem Land aufzuhalten. Und nur eine große Reform wird also den großen praktischen Problemen, vor denen wir stehen, gerecht werden. Und gleichzeitig können wir durch die dazugehörige Debatte und eine überzeugende Gesamtlösung endlich einen neuen großen Migrationskonsens schaffen, Vertrauen zurückgewinnen und die Akzeptanz für das Asylrecht und für legale Einwanderung stärken. Für diesen grundlegenden neuen Ansatz werden wir in den kommenden Beratungen weiter werben. Und ich freue mich auf ebenso kontroverse wie konstruktive Gespräche. Vielen Dank. Susanne Ferschler, Die Linke, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Herren Minister, wir brauchen eine solidarische Zuwanderungspolitik. Konkurrenz und Unterbietung am Arbeitsmarkt brauchen wir nicht. Es ist richtig, den Arbeitsmarkt für Menschen außerhalb der EU zu öffnen, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und im Übrigen gab es Arbeitsmigration schon immer. Und als Gewerkschafterin weiß ich, dass aus sogenannten Gastarbeitern Kolleginnen und Kollegen geworden sind und gemeinsam hat man für gute Arbeits- und Lebensbedingungen gekämpft. Dieser Gesetzentwurf ist aber keine gute Grundlage. Er basiert auf einer völlig undifferenzierten Analyse des Arbeitsmarktes. Die Bundesregierung spricht von 1 Million offenen Stellen, verschweigt aber, dass es dreimal so viel Arbeitslose gibt. Gebetsmühlenartig wird ein Fachkräftemangel beklagt, den es in dieser Form gar nicht gibt. Von 144 Berufsgruppen gibt es lediglich in 7 einen tatsächlichen Mangel. Es hakt doch an der Qualität der Arbeit. Miese Löhne und Arbeitsbedingungen sind eben auf Dauer nicht attraktiv. Wen wundert es denn, dass im Hotel- und Gaststättengewerbe Stellen unbesetzt bleiben, wenn Arbeitgeber hier weder den Mindestlohn noch nach Tarif bezahlen und die Arbeitszeiten immer weiter ausweiten wollen? Und seit Jahren gehen die Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit zurück und auch die Ausbildungszahlen in den großen Betrieben. Viele Arbeitgeber stellen Jugendliche lieber als ausbildungsunfähig hin, anstatt Zeit und Geld in die Ausbildung zu investieren. Die Bundesregierung bedient jetzt ausschließlich wirtschaftliche Interessen, anstatt sich um gute Arbeit für alle zu kümmern. Und das Problem ist nicht die Einwanderung, das Problem ist der deregulierte Arbeitsmarkt und der bleibt Status quo. Und besonders erpressbar sind doch Fachkräfte aus Drittstaaten, da ein Arbeitgeberwechsel oder Arbeitslosigkeit mit der Bleibeperspektive einhergeht. Also letztlich bedeutet der Gesetzentwurf, wer aufmuckt, fliegt raus, verliert also nicht nur den Job, sondern auch noch das Aufenthaltsrecht. Das ist doch wirklich abartig, meine Damen und Herren. Wie sollen denn Beschäftigte dann noch um ihre Rechte kämpfen können? Und Geflüchtete, die jetzt schon einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben, bekommen weiter kein echtes und verbindliches Bleiberecht. Die Liste der Einschränkungen ist länger als meine komplette Redezeit. Das ist zynisch. Genauso zynisch wie jetzt Arbeitsmigration mit einem Abschiebegesetz zu verbinden. Das ist mit uns nicht zu machen. Um den Arbeitsmarkt zu verbessern, muss man ihn regulieren und die Tarifbindung erhöhen. Die Linke jedenfalls steht für eine offene, solidarische Zuwanderungspolitik und für gute Arbeit für alle Menschen. Vielen Dank.
Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Herr Seehofer, Herr Heil. Herr Seehofer, Sie hatten sich ja eigentlich vorgenommen, über Migration lieber gar nicht zu reden. Einwanderung ist ja in Ihrem Duktus, denn das ist Migration, die Mutter aller Probleme. In Wahrheit ist Einwanderung die Mutter vieler Lösungen, insbesondere beim Fachkräftemangel. Und ich finde, das müssen Sie endlich akzeptieren und nicht weiter rumschwurbeln und nicht weiter einschränken und nicht weiter zurückgehen. Sie haben auch heute hier wieder mehr über Ordnung und Begrenzung geredet, als darüber, dass wir tatsächlich Einwanderung brauchen, und zwar von Fachkräften in diesem Land, meine Damen und Herren. Sie haben sich ja nicht mal getraut, das Gesetz so zu nennen. Sie nennen es Fachkräfte, und dann weiß man schon nicht mehr genau, wie man sagen will. Es ist ein Einwanderungsgesetz. Wir sind ein Einwanderungsland, und dieses Einwanderungsland braucht ein modernes Einwanderungsgesetz. Das, was Sie uns hier heute vorlegen, die Bundesregierung war ja sehr kreativ gerade mit der Namensgebung von Gesetzen. Ich würde Ihnen vorschlagen, das ist eher ein Fachkräfte-Einwanderungsverhinderungsgesetz. Es reicht nicht mehr, es zu unterlassen, Einwanderung aktiv zu verhindern. Wir müssen sie jetzt fördern. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass ganz klar ist, wir sind gut darin. Wir schaffen gute Bedingungen, übrigens auch für die Familien, weil Leute, die hierher kommen als Fachkräfte, die haben Familie, die müssen abgesichert werden, die müssen auch eine Chance haben. Und deswegen geben Sie sich endlich einen Ruck bei der Beratung des Gesetzes. Sorgen Sie endlich dafür, dass wir wirklich Einwanderung bekommen, dass wir die besten Kräfte bekommen in so vielen Bereichen, wo wir sie tatsächlich brauchen. Wir haben was vorgelegt als Grüne. Die FDP hat was vorgelegt. Die SPD hat was vorgelegt. Was wir jetzt haben, ist nichts anderes als wieder mal ein kleinster gemeinsamer Nenner. Und die Unternehmen sind ja nicht mehr leise, sondern sie sind laut, wenn sie sagen, wir sind darauf angewiesen, dass wir Einwanderung bekommen. Es geht um die Sicherstellung von Ausbildungsstellen. Es geht um qualifizierte Fachkräfte. Es geht um gerade 1 Million unbesetzter Stellen. Und liebe Frau Ferschel, ich glaube, dass wir sicher einig sind, wenn es darum geht, dass man Arbeitsbedingungen verbessern muss. Aber zu behaupten, das würde dann schon reichen, wir bräuchten keine Einwanderung, da sage ich nein, das wird nicht reichen, weder angesichts des Fachkräftemangels noch angesichts der Demografie. Beides gehört für mich zusammen, gute Arbeitsbedingungen und Einwanderung, meine Damen und Herren. Und ich will einfach ein paar Beispiele machen. Energetische Sanierung von Häusern. Darüber reden alle, das wollen alle. Es fehlen aktuell 100.000 Handwerker. Besonders viele offene Stellen gibt es in diesem Bereich. 20% der offenen Stellen entfallen auf den Industriesektor, 17% auf den Handel, 10% auf das Gesundheitswesen und hier vor allem auf die Pflege. Es bringt auch nichts, dass wir hier immer wieder beschwören, wir brauchen mehr Pflegekräfte, dass wir hier immer wieder beschwören, wo wir alles Veränderung, Innovation und Investitionen brauchen. Und am Schluss fehlen die Leute, die es umsetzen können. Und Herr Seehofer, Sie haben das hier so im Nebensatz gesagt. Aber eigentlich müsste eine große Offensive daraus folgen. Der Fachkräftemangel gefährdet gerade den Wohlstand in Deutschland. Unsere gute Entwicklung. Wenn man das erkannt hat, dann muss man doch aktiv handeln. Dann muss doch allen klar sein, dieses Deutschland, das wirbt in der ganzen Welt um die besten Kräfte. Dieses Deutschland, das sorgt dafür, dass die Fachkräfte hierher kommen wollen. Und das macht nichts Verschwurbeltes, was am Ende immer noch so wirkt, als wollen wir es eigentlich nicht, sondern wir sind nur getrieben. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Die Beispiele sind vielfältig. Wir kennen sie alle. Unternehmensnachfolge. Googeln Sie mal, Kasseler Traditionsbäckerei kämpft ums Überleben. Berliner Bäckerin 82 findet keinen Nachfolger. In so einer Situation muss doch klar sein, wir strengen uns an, wir strengen uns wirklich an. Wir Grüne haben einen Vorschlag gemacht, eine Talentkarte, mit der man sich in Deutschland für ein Jahr lang nach Arbeit umsehen kann. Den Lebensunterhalt dürfte man in dieser Zeit übrigens auch mit gering qualifizierter Tätigkeit bestreiten. Wie sieht Ihre Regelung aus? Man darf ein halbes Jahr kommen,
aber man hat Arbeitsverbot in diesem halben Jahr. Wer bitte schön soll das denn machen? Wer bitte schön soll denn so viel Geld mitbringen, dass er oder sie sich dann hier einen Fachkräftejob suchen kann? Wer bitte schön soll denn, wenn sie, was weiß ich, im Thüringer Wald in einem Krankenhaus arbeiten will, schon von zu Hause das Geld mitbringen, hier ein halbes Jahr zu überleben? Das ist unpraktikabel, das geht nicht, das ist das Gegenteil dessen, was wir brauchen, meine Damen und Herren. Und auch bei der Berufsausbildung ist es so, sie öffnen die Tür einen ganz kleinen Spalt, aber da kommt man am Ende einfach nicht durch, weil die Voraussetzungen immer mehr werden statt weniger. Und Sie lassen Frau Kollegin Göring-Eckardt, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Hebner, AfD? Nee, ich glaube, das macht wenig Sinn für uns alle. Nein, Antwort lautet nein. Redezeit, es ist ein klares Nein. Ja. Außerdem lassen Sie eine ganze Reihe von Schwierigkeiten unangetastet. Und das heißt, es bleibt unattraktiv. Das Thema Qualifikation. Wir wissen, wie das ist bei den Fachkräften innerhalb der Europäischen Union, welche Schwierigkeiten wir da haben. Auch da werden mehr Hürden aufgebaut und belassen, als dass sie abgebaut werden. Und hier ist auch über den Spurwechsel geredet worden. Frau Teuteberg hat darauf hingewiesen und Herr Heil ebenfalls. Ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt sagen, wir haben eine Arbeitsduldung, wenn für 12 Monate jemand bleiben kann, der hier gut integriert ist, der hier Deutsch kann, der ins Team eingearbeitet ist, wo sich Unternehmen angestrengt haben, wo eine Unternehmerinitiative Bleiberecht durch Arbeit mit VD, mit Trigema, mit Edeka gesagt haben, das brauchen wir dringend. Wenn die Antwort ist, ihr dürft mal für 12 Monate bleiben, dann ist das eben nicht Planungssicherheit, die endlich benötigt wird. Und deswegen Spurwechsel muss Spurwechsel heißen und nicht wieder eine Zwischenlösung. Noch einmal, meine Damen und Herren, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deutschland braucht ein modernes Einwanderungsgesetz, das so heißt, dieses Gesetz, diese Gesetze sind es nicht. Vielen Dank. Thorsten Frey, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bundesminister Seehofer ist umfassend auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingegangen, das wir heute in erster Lesung beraten. Und es ist mitnichten so, liebe Frau Teuteberg, dass wir etwas vorlegen, was Stückwerk ist. Wir greifen dieses Thema gesamthaft an mit einer ganzen Reihe von Gesetzen, mit zwei, die wir heute das erste Mal lesen und nächste Woche dann auch mit dem zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Für uns sind es zwei Seiten einer Medaille. Das ist in der Tat eine in sich konsistente Einwanderungspolitik. Und deshalb, glaube ich, legen wir etwas Gutes vor, was den Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, auch tatsächlich gerecht werden. Die wirtschaftliche Prosperität einerseits, der demografische Wandel unserer Gesellschaft andererseits, zwingt uns zum Handeln. Und das, was die Bundesregierung hier dem Bundestag vorgelegt hat als Entwurf, ist die richtige Antwort. Das sage ich insbesondere an die Adresse von Grünen und FDP, die mit Chancenkarten oder sonst etwas hauptsächlich ihr Punktesystem durchsetzen möchten. Und dazu möchte ich Ihnen zwei Dinge sagen. Sie geben vor, mit dem Punktesystem würden Sie das Zuwanderungsrecht für Fachkräfte einfacher machen. Das ist ein absoluter Trugschluss, das ist schlicht falsch, weil Sie negieren, dass es heute bereits 100 dicht bedruckte Seiten europäische Gesetzestexte für Arbeitsmigration aus Drittstaaten gibt. Und das, was Sie vorschlagen, löst nicht dieses alte Recht ab, sondern tritt daneben. Das heißt, das, was Sie vorschlagen, das ist nicht Teil der Lösung, das ist Teil des Problems. Und deshalb ist es schlicht ein Bürokratiemonster, das wir ablehnen. Darüber hinaus ist es so, für uns ist es vollkommen klar, Arbeitsmigration setzt das Vorhandensein eines Arbeitsplatzes voraus. Das zieht sich bei uns wie ein roter Faden durch diesen Gesetzentwurf. Und dort, wo wir davon abweichen, beispielsweise wenn es um die Suche von einem Arbeitsplatz oder einem Ausbildungsplatz geht,
setzen wir hohe Voraussetzungen daran, dass das auch tatsächlich qualifizierte Personen sind, die zu uns kommen. Das ist der Unterschied zu Ihrem Konzept. So etwas wie eine Potenzialzuwanderung wird es mit CDU und CSU nicht geben. Wir wollen keine Migration ins Arbeitsamt. Wir wollen eine Migration in den konkreten Arbeitsplatz. Das ist der Punkt, um den es uns geht. Lassen Sie mich drei wesentliche Erwägungen benennen, wovon wir uns haben leiten lassen bei der Vorlage dieses Gesetzentwurfs. Zum einen ist es so, dass wir heute schon einen wirklich offenen und Experten bestätigen das auch, einen offenen Rechtsrahmen haben für die Arbeitsmigration von akademischen Fachkräften. Und es ist absolut richtig, dass wir diesen Rechtsrahmen jetzt auch öffnen für diejenigen, die mit einer qualifizierten Berufsausbildung zu uns kommen. Und da wird dann auch die Begrenzung auf die Engpassberufe wegfallen. Diejenigen, die mit einer qualifizierten Berufsausbildung zu uns kommen, die werden dann auch in allen Bereichen, wo es qualifizierte Tätigkeiten gibt, arbeiten können. Das ist ein Riesenfortschritt. Und ein zweiter Punkt, den ich hier benennen will, es geht ja nicht nur um Gesetze, es geht auch um administrative Abläufe. Wir werden in manchen Bereichen besser werden müssen, beispielsweise wenn es um raschere Verfahren für Berufsanerkennungen geht, beispielsweise wenn es um schnellere, zügigere Visaerteilungen in unseren Auslandsvertretungen geht. Und es geht auch um zentrale Anlaufstellen. Nur dann wird dieses Gesetz am Ende erfolgreich sein. Nur dann werden wir die Zielsetzung, die wir haben, auch tatsächlich erreichen können. Und ich will einen dritten Aspekt ansprechen, der in der bisherigen Debatte auch schon eine Rolle gespielt hat. Für uns ist ganz entscheidend, dass eine Zuwanderungsstrategie von Arbeitskräften immer auch einhergeht mit einem Konzept zur Hebung der inländischen Arbeitskräftepotenziale. Und das bedeutet eben, dass wir auch diejenigen in Blick nehmen, die hier in Deutschland mit einer geringen Qualifikation oder gar keiner Qualifikation nicht über einen Arbeitsplatz verfügen. Denen wollen wir nicht zusätzlichen Druck auf dem Arbeitsmarkt machen. Der Minister Heil ist darauf eingegangen. Und ein zweiter Aspekt, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Wir haben in Deutschland über 450.000 anerkannte Asylbewerber, die arbeitssuchend sind. Das ist auch Potenzial, das man zunächst einmal heben muss, bevor man in anderen Richtungen weiterdenkt. Ich möchte zum Schluss eines sagen. Wir legen hier ein Konzept vor, das eben nicht nur betriebswirtschaftlich Sinn macht, sondern auch volkswirtschaftlich. Das muss unser Ansatz sein. Das wird uns leiten in den Beratungen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Martin Siegert, AfD. Werte Präsidium, meine Damen und Herren, Sie alle hier sind sich einig darin, dass jene, die uns anlügen und nur so tun, als wären sie verfolgt, dauerhaft bleiben können. Die einzige Bedingung, die Sie stellen, ist eine Ausbildung auf unsere Kosten. Es geht beim Spurwechsel und bei der Duldung, bei Ausbildung und Beschäftigung nur um Wege, wie man abgelehnte Asylbewerber, die nicht verfolgt sind und die keine Flüchtlinge sind, dauerhaft im Land behalten kann. Und die FDP, die setzt dem Ganzen die Krone auf, indem sie auch noch fordert, dass dann nach 5 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft vergeben werden soll. Sie verramschen so nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft, sie fördern auch noch die Islamisierung im Land. Denn laut Koran darf ein Mann mehrere Frauen haben, er muss diese nur finanziell versorgen können. Jeder Muslim, der von einer Vielehe träumt, sie sich aber einfach nicht leisten kann, der braucht nur noch nach Deutschland zu kommen und kann seinen Traum hier im deutschen Sozialsystem verwirklichen. Ihr Spurwechsel, der bringt neben völlig falschen Anreizen nur Armut und Elend, weil das Geld, was Sie fürs Durchfüttern von abgelehnten Asylbewerbern verwenden, einfach bei der Rente und bei den Sozialleistungen fehlt. Die echten Fachkräfte, die vertreiben Sie doch aus Deutschland, weil die mit immer höheren Steuern und Abgaben belastet werden, um diesen Wahnsinn zu finanzieren. Und obendrein legen Sie auch noch die Axt an das Grundgesetz, denn dort steht in Artikel 16a, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Sie aber wollen jedermann dauerhaftes Bleiberecht geben und Sie setzen damit die politisch Verfolgten, die wirklich Verfolgten hierzulande, wieder den Verfolgern aus ihren Heimatländern aus. Und als wäre das alles noch nicht genug, setzt die Bundesregierung noch einen obendrauf und will die Vorrangprüfung abschaffen
und bietet damit jeden Arbeitsplatz aus Deutschland jedem Niedriglöhner aus Afrika oder Asien an. Und Herr Seehofer, es ist wirklich unverschämt, wenn Sie hier sagen, dass zuerst Arbeitskräfte aus Deutschland und Europa zum Zug kommen sollen, wenn Sie mit Ihrem Gesetzesentwurf genau das Gegenteil bewirken. Es wird zu einem massiven Lohndumping bei allen Jobs für Geringqualifizierte in Deutschland kommen. Denn die Deutschen, die beim Lohndumping nicht mitmachen, die kann man dann schließlich durch irgendjemanden aus Nigeria oder Äthiopien ersetzen. In der Folge rutschen viele weitere Deutsche in Armut ab und sind auf Sozialleistungen angewiesen. Dabei sind die Probleme, die wir doch im Land haben, eigentlich schon groß genug. 5 Millionen Rentner in Deutschland haben weniger als 500 Euro Rente und 11 Millionen haben weniger als 1.000 Euro Rente im Monat. Das sind Dinge, um die wir uns kümmern müssten, anstatt ständig neue Armutszuwanderer ins Land zu locken. Meine Damen und Herren, ich bin stolz, Deutscher zu sein, aber ich schäme mich, heute Abgeordneter eines Parlaments zu sein, in dem die große Mehrheit sich darin einig ist, die Verelendung dieses Landes voranzutreiben. Dr. Eva Högl, SPD, ist die nächste Rednerin. Einen schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren heute im Deutschen Bundestag zum ersten Mal über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und ich glaube, wir streichen uns diesen Tag alle dick im Kalender an. Denn für die SPD-Fraktion darf ich sagen, wir warten schon lange darauf. Und das ist ein guter Tag. Endlich bekommt Deutschland ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das ist ein Herzensanliegen der SPD. Wir engagieren uns dafür seit mehr als 20 Jahren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sagen ganz klar hier und heute, Deutschland ist ein Einwanderungsland und darauf können wir stolz sein. Das ist eine gute Nachricht, dass wir nach den USA weltweit Nummer 2 sind und dass Menschen gerne zu uns kommen, um hier zu leben und zu arbeiten oder auch um Schutz und Sicherheit zu bekommen. Wir haben 1998 ganz grundlegend das Staatsangehörigkeitsrecht reformiert und wir haben 2005 nochmal das Zuwanderungsrecht modernisiert. Und jetzt wollen wir den nächsten großen Schritt machen mit dem Einwanderungsgesetz. Wir mussten in der Koalition, das ist bekannt, lange werben und auch überzeugen, viele Jahre. Und es war ein erster wichtiger Erfolg, dass wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben, gemeinsam vereinbart, das Kabinett im Dezember beschlossen hat und jetzt endlich, jetzt geht's los und jetzt wollen wir auch zügig beraten. Wir haben einen riesigen Fachkräftebedarf, das ist heute schon erwähnt worden. Ich will es noch mal hervorheben, Pflege, Handwerk, auch in Technologiebereichen, in der Medizin, in der Bildung, im Ingenieurbereich. 1,6 Millionen Stellen sind in Deutschland unbesetzt. Viele Unternehmen suchen händeringend Auszubildende. Wir wissen das alle aus unseren Wahlkreisen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir Fachkräfte aus Drittstaaten. Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Einwanderung, um unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand langfristig zu sichern. Und deswegen hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2 wichtige Botschaften. Die eine ist Steuerung und Ordnung. Wir definieren ganz klar, wen wir einladen, zu uns zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Migrationsrecht. Und die zweite Botschaft ist, und das sage ich für die SPD-Fraktion auch ganz deutlich, wir brauchen mehr Einwanderung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist kein Einwanderungsverhinderungsgesetz, sondern ein Gesetz, das dazu führen soll, dass Menschen zu uns ins Land kommen. Es sind 2 wichtige Neuerungen, die wir vereinbart haben und ich hoffe, dass sie sich auch am Ende so durchsetzen und wir sie hier gemeinsam verabschieden. Wir öffnen die Einwanderungsmöglichkeiten für Menschen mit einer qualifizierten Berufsausbildung und auch das war für die SPD sehr wichtig. Wir eröffnen die Möglichkeit, dass Menschen zunächst ins Land kommen, um hier einen Arbeitsplatz zu suchen oder eine Ausbildung aufzunehmen. Das heißt, wir geben Menschen auch eine Chance herzukommen. Und natürlich ist es für uns sehr wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Asylrecht und Einwanderungsrecht strikt getrennt bleiben. Das soll so sein, das ist auch für uns sehr wichtig. Aber wir wissen ganz genau, dass viele Menschen hier schon sehr lange in unserem Land leben. Sie sind übers Asylrecht gekommen, sie sind gut qualifiziert, sie machen eine Ausbildung, sie haben unsere Sprache gelernt und deswegen wollen wir diese Menschen nicht zurückführen, sondern ihnen hier in Deutschland eine Chance geben. Und auch das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Gesetzes. Herr Präsident? Der Kollege von der AfD möchte eine Zwischenfrage stellen. Nein, möchte ich nicht. Vielen Dank.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, eine letzte Bemerkung noch. Es wird sehr darauf ankommen, wie dieses Gesetz in der Praxis umgesetzt wird. Denn wir können noch so gute Gesetzgebung hier machen. Es ist wichtig, dass dann die Behörden vor Ort sehr schnell die Anerkennung der Ausbildung, der Qualifikationen auch auf den Weg bringen, dass die Ausländerbehörden auch zügig entscheiden, sodass mit unserer guten gesetzlichen Grundlage dann in der Praxis das Ergebnis auch ist, dass Menschen zu uns kommen und wertvolle Arbeit in den Betrieben dann auch leisten können. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und ich hoffe, dass wir dieses wichtige Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden können, damit es sehr bald in Kraft tritt. Vielen herzlichen Dank. Stefan Thome, FDP, ist der nächste Redner. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Högl, es ist die FDP gewesen, mit Verlaub, die vor einem Vierteljahrhundert in den 90er Jahren zum ersten Mal einen Entwurf eines Einwanderungsgesetzes vorgelegt hat. Damals war die SPD noch dagegen, weil sie mutmaßt, damit werde dem Lohndumping Tür und Tor geöffnet. Die Union war damals dagegen, weil sie sagten, damit wird eine ungeordnete Zuwanderung Tür und Tor geöffnet. Und übrigens auch die Grünen, Frau Kollegin Göring-Eckardt, waren damals noch dagegen, vermutlich weil sie dachten, das kommt von der FDP, das ist schon mal per se verdächtig. Und so hat sich also die Lebenslüge der alten Bundesrepublik, dass wir kein Einwanderungsland seien, noch ein weiteres Vierteljahrhundert fortgeschleppt bis zum heutigen Tage, wo endlich, da stimme ich Ihnen zu, Frau Kollegin Högl, endlich mal ein solches Gesetz hier im Deutschen Bundestag diskutieren und debattieren können. Aber gleichwohl die alten Bedenken, die alten Vorbehalte zeichnen sich auch in diesem Gesetzentwurf ab. Auch hier sind deutlich, Herr Minister, die Spuren der alten Vorbehalte, vor allem Ihrer Partei, zu erkennen. Ihr Entwurf ist übervorsichtig, ist zurückhaltend, zaghaft, mutlos, protektionistisch. Was es bräuchte, wäre ein mutiger, ein moderner Entwurf. Und wir waren damals schon moderner vor 25 Jahren, als Sie es heute sind. Ihr Entwurf ist so konservativ wie möglich, so progressiv wie nötig. Dabei bräuchten wir heute, bei heute schon 1,2 Millionen fehlenden Arbeitskräften, einen mutigen Schritt nach vorne, wenn wir schon wissen, dass wir in etwa 10 Jahren fast 4 Millionen Arbeitskräfte hier im Lande benötigen und Arbeitsplätze haben, die wir nicht füllen können. Und dazu, Herr Kollege Frey, muss ich sagen, wäre ein Punktesystem durchaus das Richtige. Sie haben das schwer kritisiert, weil Sie sagten, das ist dann Einwanderung zum Arbeitsamt statt Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Bei diesen zu erwartenden Zahlen von fast 4 Millionen fehlenden Arbeitskräften in 10 Jahren kann man doch nicht davon sprechen, dass eine Zuwanderung ins Arbeitsamt erfolgen würde. Was wir brauchen, ist ein logisches, konsequentes Zwei-Säulen-System mit Zuwanderung mit Arbeitsvertrag nach dem System der heutigen Blue Card. Wer also einen Arbeitsvertrag mitbringt, der kann zuwandern, kann hier arbeiten. Aber das müssten wir vereinfachen, müssten auch die Gehaltsgrenze gerade für junge Leute senken, die eben weniger verdienen und noch mehr Zeit haben, um Altersvorsorge aufzubauen. Aber was wir eben auch brauchen, Herr Kollege Frey, das ist eine Chancenkarte, die Grünen nennen es eine Talentkarte, also eine Möglichkeit, wenn jemand eine Qualifikation, eine Ausbildung mitbringt, diese Ausbildung, diese Qualifikation auch in unserem Arbeitsmarkt anzubieten und hier damit auf Jobsuche zu gehen. Erfolgreiche Einwanderungsländer haben ein solches System, haben ein Punktesystem mit klaren Kriterien. Das muss kein Bürokratiemonster sein, wie Sie es vermuten, sondern es müssen wenige klare Kriterien sein, klare Regeln, auf die es ankommt. Und auch eine Berufserfahrung muss hier ins Gewicht fallen können. Das ist ein Entwurf, wie wir ihn von der FDP vorlegen. Eine klare Kennzeichnung mit zwei Säulen, eine reformierte Blue Card und eine Chancenkarte, die es auch möglich macht, eine Qualifikation mitzubringen und in unserem Arbeitsmarkt anzubieten. Genau das brauchen wir. Vielen Dank. Herr Akpoluk, die Linke, die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und seine Genese zeigen, das Thema ist eines der bewegendsten Themen im derzeitigen politischen Diskurs. Die Bundesregierung, aber insbesondere die SPD, denkt, dass sie hier einen großen Schritt in Richtung legaler und moderner Einwanderungspolitik gemacht hat. Aber nicht mal das klappt, nicht mal die Spur vom Spurwechsel kriegen sie hin.
Mit Ihrem Gesetzesentwurf wird es für die Betroffenen weiterhin schwer, die Voraussetzungen für eine Einwanderung nach Deutschland zu erfüllen, denn die Hürden sind weiterhin viel zu hoch. Wie zum Beispiel das Problem um die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen auch zeigt. Ihr Gesetzesentwurf für die Asylsuchenden und diejenigen mit Duldung, den Sie auf Druck von rechts, jetzt vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz getrennt eingebracht haben, greift viel zu kurz. Selbst wenn die Betroffenen einen Arbeitsvertrag vorlegen oder 1,5 Jahre schon gearbeitet haben, bekommen sie nur eine Duldung, also keinen sicheren Aufenthaltstitel und keine sichere Perspektive. Hier werden anstelle von Vereinfachung von Verfahren weitere Unsicherheiten geschaffen, und diese Duldungsmaschinerie im Aufenthaltsrecht muss endlich beendet werden. Durch alle Ihre Gesetzesentwürfe zieht sich ein Grundgedanke. Die Möglichkeit der Einwanderung soll immer nur an die wirtschaftliche Nützlichkeit der Menschen geknüpft werden. Und da sagen wir als Linke, das geht so nicht. Ich frage mich, mit wem Sie überhaupt gesprochen haben, um die Perspektive der Betroffenen in Ihren Gesetzesentwurf einzubringen. Da hätten Sie die Vertreterinnen und Vertreter fachkundiger Verbände, der Gewerkschaften, der Wissenschaft und der Entwicklungsorganisationen sowie die Interessen der Herkunftsländer und Regionen mit einbeziehen müssen. Deshalb fordern wir als Linke ein Gremium, welches diese Interessen und Akteure mit einbindet und berücksichtigt. Die aktuelle Debatte und Gesetzgebung ist so einseitig auf Fachkräfte aus Drittstaaten fokussiert. Der größte Teil, und das hat der aktuelle Jahresbericht des SVR auch noch mal gezeigt, kommt aus den Mitgliedstaaten der EU. Und da müssen wir ran. Da müssen wir einen Unterstützungsmechanismus für die Betroffenen schaffen, die sich in prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen befinden. Und für die Linke ist es ganz wichtig, dass die Einwanderungspolitik die Interessen aller Menschen einbezieht. Und das bedeutet, dass wir eine solidarische Ausgestaltung brauchen. Diese muss sich an menschenrechtlichen, entwicklungspolitischen und humanitären Gesichtspunkten orientieren. Für die Linke ist es wichtig, dass man die Beschäftigten, Deutsche wie Migrantinnen und Migranten, nicht gegeneinander ausspielt, in eine Konkurrenzsituation bringt, die nur den Konzernen dient und die aufgrund dieses kapitalistischen Systems reproduziert wird. Stattdessen setzen wir uns für eine rechtebasierte und solidarische Einwanderungspolitik ein, bei der grundsätzlich alle Menschen die Chance auf Einwanderung und gute Arbeitsbedingungen sowie echte Teilhabe in unserer Gesellschaft haben. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Peter Weiß, CDU/CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Made in Germany, das ist die Erfolgsmarke, die weltweit gefragt ist. Und die ist nur möglich mit guter Arbeit, auch gut bezahlter Arbeit, mit Fachkräften. Und deswegen Fachkräftestrategie und Fachkräftegesetz haben vor allen Dingen ein Ziel. Wir wollen Made in Germany auch in Zukunft zu einer weltweiten Erfolgsstory machen. Und entgegen dem, was uns zum Teil vorgeworfen ist, haben wir einen klaren Dreischritt. Erstens, wir sorgen dafür, dass noch mehr Menschen in Deutschland besser qualifiziert werden können. Das haben wir gemacht, indem wir seit Beginn dieses Jahres eine Menge Geld in die Hand nehmen, um Langzeitarbeitslose durch zusätzliche Angebote aus der Langzeitarbeitslosigkeit herauszubringen. Das haben wir gemacht, indem wir mit dem Qualifizierungschancengesetz die Möglichkeit geschaffen haben, dass noch mehr wenig Qualifizierte mit Förderung der Bundesagentur für Arbeit einen qualifizierteren Job bekommen können. Und das werden wir machen, indem Bundesbildungsministerin und Bundesarbeitsminister uns hoffentlich bald eine nationale Fort- und Weiterbildungsstrategie vorlegen. Das Zweite ist, ja selbstverständlich, wir bauen auf die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Und wenn Sie sich den Anstieg der Beschäftigung in Deutschland in den letzten Jahren anschauen, die ja zum Erfolg unseres Landes beigetragen haben, dann sind 50% dieser zusätzlichen Arbeitsplätze mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus anderen EU-Staaten besetzt worden. Die Europäische Union, die Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU ist keine Gefahr für uns, sondern ist ein Erfolgsrezept für Deutschland gewesen. Herr Kollege Weiß, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Erhorn? Bitte schön. Herr Kollege Erhorn, bitte sehr.
Vielen Dank für die Erteilung des Wortes, sehr verehrter Herr Kollege. Nach allem, was ich heute hier in diesem Hause gehört habe, muss ich die Frage stellen, ist es nicht so, dass das, was hier allgemein, und zwar getragen von allen Fraktionen, die hier versammelt sind, bis auf die AfD, darauf hinausläuft, nichts anderes zu tun, als den Migrationspakt einfach in die Tat umzusetzen. Das heißt, aus illegaler Migration legale Migration zu machen. Das ist es doch, was Sie hier zurzeit planen, was Sie umsetzen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nur meinem Kollegen anschließen, der sagt, ich schäme mich für dieses Parlament, was dem deutschen Volk zumutet, für diese unglaublichen Summen arbeiten zu müssen, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen und abends um 8 nach Hause zu kommen und dann 50% in der Lohntüte vom deutschen Staat weggenommen zu werden, um all diese Menschen zu ernähren. Sie wissen doch ganz genau, dass 70% oder mehr dieser Leute, die Sie ins Land holen, keine qualifizierte Berufsausbildung haben, dass sie dem deutschen Steuerzahler eine Last sein werden, aber keinen Nutzen. Herr Kollege, vielen Dank. Verehrter Herr Kollege, ich antworte sehr gerne auf Ihre Zwischenfrage, aber ich hätte auch einen Wunsch an Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Es wäre schön, wenn auch Abgeordnete dieser Fraktion, der Sie angehören, ab und zu sich nicht nur in den sozialen Netzwerken, in denen Sie Ihre Fake News austauschen, bewegen würden, sondern vielleicht auch mal die Gesetzesvorlagen, die hier zur Beratung anstehen, lesen würden. Und dazu Folgendes. Der Kollege Frey hat schon darauf hingewiesen, nächste Woche werden wir das Gesetz zur geregelten Rückkehr beraten und eine klare, nochmal klarer präzisieren, wer hier kein Bleiberecht hat, muss auch gehen. Und mit dem Gesetz, das wir jetzt beraten, geht es darum, qualifizierte Fachkräfte, die ein wissenschaftliches Studium hinter sich haben oder eine qualifizierte berufliche Tätigkeit ausgeübt haben, und die zuvor Deutsch gelernt haben, eine Möglichkeit zu geben, auf dem deutschen Arbeitsmarkt, wo sie dringend benötigt werden, zu arbeiten. Und das ist übrigens die Grundlage dafür, dass das erfolgreiche Wirtschaftsmodell Deutschlands fortgeführt wird. Es geht um den Wohlstand Deutschlands und nicht das Gegenteil. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe über die Arbeitsmigration in Europa gesprochen. Der Punkt ist, etliche Länder, aus denen bis vor kurzem noch Leute ausgewandert sind zum Arbeiten, suchen heute Fachkräfte. Auch Polen, selbst Bulgarien oder Slowenien suchen Leute, die zu ihnen kommen. Das heißt, wir werden den Fachkräftebedarf der Zukunft nicht im Rahmen der Arbeitsmigration in Europa alleine lösen können. Und deswegen ist Stufe 3 ein Fachkräftegesetz, was auch seinen Namen in der Tat verdient. Es geht nicht um Hilfsarbeiter, es geht nicht um Hilfsjobs, es geht nicht um Geringqualifizierte, es geht um Fachkräfte, Leute, die studiert haben, Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, Leute, die berufliche Fachqualifikationen haben und die zusätzlich Deutsch können. Und übrigens, die stehen nicht reihenweise Schlange, um nach Deutschland zu kommen, weil mit Englisch kannst du überall auf der Welt ankommen. Deutsch ist eine schwere Sprache, für manche Deutschen übrigens auch. Und deswegen ist es richtig, dass wir für diese Leute ein faires Angebot machen. Und wir werden sie in der Regel mit einem bewährten Instrument hierher holen, nämlich durch Vermittlungsabsprachen der Bundesagentur für Arbeit mit dem Entsendeland. Das heißt, es geht um die Vermittlung in einen konkreten, freien Job. Es geht darum, in eine qualifizierte Tätigkeit, die auch anständig bezahlt wird. Dafür wollen wir mit diesem Gesetz hier Voraussetzungen schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, es ist eine tolle Sache und es sollte alle unsere Verpflichtung sein, dass Made in Germany auch in Zukunft ein Erfolgsmodell sein bleibt. Vielen Dank. Dr. Lars Castellucci, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt heute Morgen Argumente für Einwanderung gehört. Wir haben auch Argumente gegen Einwanderung gehört. Aber auf eines sollten wir uns doch eigentlich verständigen können, dass nämlich ein Land wie Deutschland, aus dem noch vor 3, 4 oder 5 Generationen Menschen ausgewandert sind,
weil dieses Land sie nicht ernähren konnte und das heute zu einem attraktiven Ort geworden ist und das mehr Arbeit zu bieten hat, als die Menschen, die hier schon sind, leisten können, dass das ein gutes Land ist und dass wir allen zu Dank verpflichtet sind, die es aufgebaut haben. Unter diesen Leuten, die das aufgebaut haben, sind übrigens bereits heute fast 20 Millionen, fast ein Viertel der Bevölkerung mit sogenanntem Migrationshintergrund. Unter ihnen mein Vater, der übrigens ohne deutsche Sprachkenntnisse nach Deutschland gekommen ist, der keine Ausbildung hatte, der sich daran gewöhnen musste, was es hier zu essen gibt und alles auf einem Teller angerichtet wird, der dann angefangen hat, Häuser mitzubauen und an den ersten Computern gestanden hat, die noch ganze Wände gefüllt haben. Und ich finde, und das ist meine herzliche Bitte, wenn wir über Zuwanderung reden, es geht nicht, dass diese Gruppe von Menschen immer wieder so dargestellt wird, als wäre sie eine große Bedrohung für dieses Land. Sie haben Schulter an Schulter mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen dieses Land mit aufgebaut, als Väter und Mütter. Und sie verdienen genau wie alle anderen unseren Respekt und unsere Anerkennung. Und Respekt und Anerkennung sind sowieso der Schlüssel für alles. Wir haben Argumente hier gehört für und gegen Einwanderung. Auch die deutsche Bevölkerung ist für und gegen Einwanderung eingestellt. Wir haben eine aktuelle Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, nach der sagen 2/3 der Deutschen Ja zur Zuwanderung aus Gründen des Fachkräftebedarfs. Da sind die Menschen im Land weiter wie manche Leute hier im Parlament. Es sind aber auch Menschen skeptisch. Und ich rate dazu, nicht zu glauben, dass jeder, der sich skeptisch oder ablehnend äußert, automatisch etwas gegen Einwanderung oder gegen die Menschen, die da zu uns kommen wollen, haben. Sondern ich glaube, da haben manche Menschen in diesem Land auch den Respekt und die Anerkennung vermisst in ihrem Leben. Vielleicht hängen sie in einer Beschäftigung fest, die unterhalb ihrer Qualifikation ist. Vielleicht schaffen sie den Wiedereinstieg nicht nach der Familienphase, so wie sie es sich vorstellen. Vielleicht fürchten sie auch, weil sie heute schon keine günstige Wohnung finden oder keine Kindergartenplätze. Vielleicht fürchten sie heute die Konkurrenz. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht nur ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz heute diskutieren, sondern eine Fachkräftestrategie für alle Menschen in diesem Land. Und wir müssen eine soziale Politik machen, die bei den Menschen ankommt, für bezahlbaren Wohnraum, für anständige Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, für Renten, die auch wirklich den Respekt gegenüber der Leistung der Menschen ausdrücken. Und dann, glaube ich, ist das auch mit der Zuwanderung in diesem Land kein Problem, sondern werden die Leute sehen, es ist ein Teil der Lösung. Vielen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Matthias Mittelberg, CDU/CSU. Herr Präsident, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich möchte an dieser Stelle zunächst unseren beiden beteiligten Ministern gratulieren, nämlich unserem Innenminister Horst Seehofer und unserem Arbeitsminister Hubertus Heil. Ich glaube, die beiden haben eine für uns im Parlament sehr brauchbare und sehr geeignete Vorlage erarbeitet für diese beiden Gesetze, die hier heute zur Debatte stehen. Den einzigen Fehler, den Sie vielleicht gemacht haben, ist bei den vielen Euphemismen, die wir hier nutzen, den Euphemismus gut davor zu schreiben. Aber das ist im Kern dann doch kein Versäumnis, denn in der Sache sind es gute Gesetzesvorlagen. Das ist hier von vielen meiner Vorredner auch zu Recht betont worden. Ich glaube, und der Kollege Castellucci hat sich hier mit dem Begriff Einwanderung nach Deutschland auseinandergesetzt, wie wir das sehen. Wir sind ein offenes Land. Und wir sind ein schon für Zuwanderung freundlich eingestelltes Land. Wir haben in den letzten 6 Jahren eine Nettozuwanderung von 4 Millionen Menschen nach Deutschland gehabt. Das hat auch sehr viele Vorteile. Ich will jetzt nicht nur über Wohnungen, Kita-Plätze, wir haben davon sehr profitiert, weil das war im großen Umfang Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt, im großen Umfang auch aus den benachbarten EU-Ländern. Das hat unseren Standort, das hat Deutschland und unseren Wohlstand vorangebracht. Jetzt müssen wir zielgerichtet daran arbeiten, wie wir das Thema Zuwanderung, das Thema Einwanderung von Fachkräften jetzt weiter steuern. Und dazu leistet dieses Gesetz, glaube ich, einen sehr guten Beitrag. Und dabei müssen wir gleichzeitig im Blick behalten, dass wir noch 2 Millionen Menschen haben in diesem Land, die arbeitslos sind,
dass wir 1 Million Menschen haben, die in Unterbeschäftigung sind, also in Maßnahmen häufig der Bundesanstalt oder der Bundesagentur jetzt, und dass wir auch 600.000 anerkannte Flüchtlinge haben, um die wir uns noch bemühen müssen und die wir in Arbeit bringen wollen. Also wir haben ganz unterschiedliche Zielrichtungen und ganz unterschiedliche Anliegen, und das erfordert differenzierte Antworten. Und genau die gibt dieses Gesetz. Die verschiedenen Punkte sind genannt worden, und das sage ich jetzt all denen, die sich da sehr skeptisch geäußert haben. Wir haben hier wesentliche neue Tatbestände. Die Arbeitsplatzsuche ist jetzt für alle geöffnet, nicht mehr nur für Hochschulabsolventen. Wir geben die Möglichkeit einer Nachqualifizierung, wenn wir die Qualifizierung im Ausland nicht voll anerkennen können. Und wir sagen sogar, ihr könnt zur Ausbildungsplatzsuche kommen. Also ihr könnt überhaupt erst schon, ihr könnt schon kommen, wenn ihr noch gar keine Fachkräfte seid, sondern auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seid, der euch hier in Deutschland dann zu einer Fachkraft macht. Selbst den Weg öffnen wir unter strengen und durchaus hohen Bedingungen. Aber es ist ein erhebliches Potenzial. Wir haben 140 Schulen im Ausland und wir haben darüber hinaus alle Schulen der KMK-Liste benannt. Das ist ein Millionenpotenzial, das im Zweifel dort zur Verfügung steht. Und deswegen ist es sachgerecht, dass wir die Anforderungen an die, die dann schließlich zu uns kommen können und von denen wir erwarten, dass sie auch hier auf diesem Arbeitsmarkt in langer Perspektive Erfolg haben, dass die auch gewisse Qualifikationen mitbringen. Also insgesamt, glaube ich, diskutieren wir hier eine abgewogene Lösung, und ich freue mich in diesem Sinne auf sachliche und gute, da bin ich sehr zuversichtlich, parlamentarische Beratung. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 8285, 8286, 6889, 6542, 6541, 9052, 9855, 9924 und 7058 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4 sowie die Zusatzpunkte 5 bis 7. Das ist die Beratung mehrerer Vorlagen zur Energiepolitik. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Dann bitte ich